Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzwege-Kanal. Wir werden uns heute mal wieder mit aktuellen News zum Markt beschäftigen und zwar mal wieder zu den Wasserstoffaktien. Und zwar gab es da News zu einer Firma, die heißt Bloom Energy. Die vermieten oder die machen ihr Geschäft damit, indem sie den Blue Energy oder Bloom Energy Server vermieten. Das ist so eine Applikation, also so eine Installation, die ungefähr so groß ist wie zwei Kühlschränke und die beinhaltet mehrere Brennstoffzellen und ist mobil und diese Dinger vermieten die halt einfach. Und ja, dieses Unternehmen hatte jetzt eine enorme Kursexplosion und das lag daran, dass sie mit dem südkoreanischen Unternehmen SK Ecoplant zusammenarbeiten bzw. einen Deal mit denen gemacht haben und da geht es um mindestens 500 Megawatt Leistung, die Bloom Energy dort bis 2024 bereitstellen soll. Das ist natürlich ziemlich interessant, weil es sich hier doch um sehr viel Energie handelt und natürlich dann auch um sehr viel Umsatz für Bloom Energy und zwar um 4,5 Milliarden Dollar Umsatz, der hier potenziell zur Verfügung steht bis 2024, also schon ziemlich interessant für das Unternehmen und ja, wie hier auch schon steht, 4,8 Milliarden ist das Unternehmen jetzt wert. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das auch mal im Chart an, denn sie haben hier enorm zugelegt. Das Unternehmen ist hier enorm von einem enormen Kurssprung hochgegangen. Natürlich auch, wie eben gesagt, hier fast 5 Milliarden inzwischen, weil es heute auch nochmal ein bisschen höher gegangen ist. Und ja, was auch noch interessant ist, ist, dass Ballard Power und Plug Power, also hier jetzt Plug Power, hier Ballard Power, auch etwas angezogen haben in der letzten Tagescandle. Das ist jetzt natürlich wieder zurückgegangen, denn die Unternehmen haben damit natürlich nicht direkt was zu tun. Jedoch ist jetzt die Frage, ob der Wasserstoffmarkt hier etwas stärker anziehen wird wieder in nächster Zeit. Wir haben ja im Jahr 2020 einen ziemlich starken Wasserstoffmarkt gesehen, beziehungsweise die Wasserstoffaktien haben da teilweise 1000%-Pumps hingelegt und dann waren sie ja so ab Ende des Jahres, also so ab August, September in einer Konsolidierungsphase, die ja eigentlich bis jetzt angehalten hat. Jedoch sehen wir hier jetzt wieder kleinere Breakouts, auch bei Nell. Ich kann Nell auch gerade nochmal hinzufügen. Auch bei Nell Asa hatten wir hier dann nochmal ein größeres Breakout wieder, als die guten Quartalszahlen kamen. Das waren hier bei Nell, glaube ich, in etwa 20% hier, wenn man jetzt einfach mal von hier ausgeht. Na, 30% sogar. Zwar hatte Nell einfach ausgegeben. Ich habe das auch, glaube ich, schon im vorherigen Video oder vorletzten Video gesagt, Nell Asa hatte einfach ihre Quartalszahlen gesteigert, den Umsatz deutlich gesteigert, der Verlust ist auch ein bisschen vergrößert worden, aber dass der Umsatz gesteigert wurde, das sagt den Leuten ja schon mal, dass operatives Geschäft stattfindet und auf jeden Fall auch ausgeweitet wird, dementsprechend auf jeden Fall eine positive News. Und das mit Bloom Energy finde ich natürlich auch ziemlich interessant, dass sie hier wirklich einen sehr, sehr großen Deal an Land ziehen konnten, der also für die im Vergleich zu den anderen Brennstoffzellenherstellern bzw. Wasserstoffherstellern. Und im Artikel steht auch, dass SK Ecoplant und Bloom Energy Wasserstoff-Innovationszentren in den USA und in Südkorea, also jeweils wo die beiden Firmen herkommen, errichten wollen, um dann halt die Kommerzialisierung bzw. auch die Herstellung von grünem Wasserstoff voranzutreiben. Ist natürlich alles ziemlich interessant, auch insgesamt für den Wasserstoffmarkt, weil, wie gesagt, die Wasserstoffaktien momentan wieder etwas anziehen. Ich werde euch dann natürlich auch auf dem Laufenden halten, was da jetzt in Zukunft passiert. Bei Nell beispielsweise hatten wir jetzt wirklich deutlich starke Kursschwankungen. Hier ist der Kurs wieder stark hochgegangen, dann nochmal kurz fast die Hälfte wieder runtergegangen und dann wieder weiter nach oben. Also ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was weiterhin hier auf dem Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenmarkt passiert. Denn momentan sind wir da in so einer kleinen ja, wie gesagt, Konsolidierungsphase und die Leute überlegen auch, ob es jetzt wirklich so ist, dass Wasser, also dass Wasserstoff besser ist als Elektroautos beispielsweise oder Elektroantriebe und dementsprechend würde ich euch einfach auf dem Laufenden halten mit weiteren Videos und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video morgen. Bis dann, ciao.